Ach, die schöne Weihnachtszeit. Mein Vater sagt immer, es ist die Stadezeit, Zeit für die Familie, Besinnlichkeit. Ich würde euch ja gerne jetzt einen Adventskranz zeigen oder irgendwelche tolle Weihnachtsdeko, aber ich habe keine, deshalb müsst ihr jetzt mit dieser Deko vorlieb nehmen. Aber hey, es ist eine brennende Kerze, also Weihnachtsstimmung. Einfach mal runterkommen. Und plötzlich ist der 24. Dezember, die Familie steht vor der Tür und ich habe kein Outfit. Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt wahnsinnig in Weihnachtsstimmung. Ich zeige euch heute, wie ihr mit ein bisschen mehr wie einem Meter Stoff und nur 15 Minuten ein schnelles Kleid machen könnt. Ganz ideal für eben eine Weihnachtsfeier oder ja, so Party oder keine Ahnung was. Also ihr müsst es nicht unbedingt für Weihnachten tragen. Ich mache übrigens zwei Versionen, die jetzt mit diesen Kleidersatin-Version dauert nicht 15 Minuten. Ja, also das ist die ein bisschen fortgeschrittene Version für eben die Fortgeschrittenen. Die dauert etwa 2 Stunden, wenn ihr das gemütlich macht. Und die andere ist die Anfängerversion. Weitere Stoffvorschläge wären eben solche eine coolen Paillettenstoffe. Da müsst ihr aber aufpassen, damit euch die Nadel nicht bricht. Oder eben sowas Rotes, passend zu Weihnachten oder so Glitzer-Jersey-Stoffe. Für die 15-Minuten-Version braucht ihr aber einen, der Stretch hat. Also irgendeinen Jersey-Stoff oder irgendwas mit Elastan drinnen. So, da, das ist jetzt da doppelt gelegt. Ja, also die schöne Seite auf die schöne Seite. Und ich könnte mich jetzt so hier hinlegen. Also da ist mein Körper und da sind meine Hände. Ja, dann habe ich lange Ärmel und eher einen kurzen Rock. Oder ich könnte mich so hinlegen, also dass da mein Kopf ist, da ist mein Körper und da sind die Arme. Dann habe ich quasi kurze Ärmel und eher ein langes Kleid. Und ich werde bei dem Samtrock, werde ich das jetzt so machen, also mit den langen Ärmeln und dem kurzen Kleid. Und bei dem anderen Stoff werde ich es so machen, weil dann seht ihr ja beide Möglichkeiten. Yay! So, alles, was ihr dafür braucht, ist so ein übergroßer Pulli. Der sollte euch auch passen, wenn er nicht stretchy wäre. Also, das ist so mal so, auf das ihr schauen müsst. Also, so sitzt der bei mir, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe jetzt den Samtstoff nochmal gefaltet. Also, er ist zweimal gefaltet, damit ich quasi meinen Pulli an dem Bruch festlegen kann. Weil ich brauche ja eigentlich nur 2 Schnittteile, die komplett gespiegelt sind. Und da unten ist übrigens meine Webkante. Also ich schneide jetzt da einfach mal grob um den Pulli rum, hier eine schöne Kurve reinschneiden, durch alle 4 Schichten durch in dem Fall. Und ja, und da könnt ihr richtig schön entspannt drumrum schneiden, gerne ein bisschen mehr Nahtzugabe lassen, lieber zu viel wie zu wenig. Und hier mache ich quasi so Trompetenärmel. Ja, also ich tue die Ärmel quasi größer machen. Ich mache dann wirklich so eine, ja, so eine Trompete rein. Und so schaut es dann aus. Und da unten ist eben die Webkante, das ist mein Saumabschluss. Und das mache ich auch bei dem anderen Stoff. Dadurch da nochmal ein bisschen eine intensivere Kurve reinschneiden, weil das eben kein dehnbarer Stoff ist und der verzeiht da oft nicht so viel. Deshalb werdet ihr da bitte eine größere Kurve da unterm Arm einschneiden. Da, ihr könntet das theoretisch auch länger machen, das Kleid. Ich habe das jetzt aber so kurz gelassen und so habe ich dann meine 2 Teile. Gut, gehen wir wieder zurück zum Samtstoff. Da nähe ich jetzt einfach mal die Schulter und gleichzeitig auch Ärmelnaht. Einfach mal entlang mit meiner Overlock. Ihr könnt es aber auch mit einem Zickzackstich machen. Und dann auch die andere Seitennaht, also die quasi von eurem Rock und dem unteren Arm. So, genau, und das haue ich einfach durch meine Overlock durch. Das ging super schnell, also wirklich innerhalb von 2 Minuten hatte ich diese 4 Nähte genäht. Dann werde ich da den Trompetenarm noch ein bisschen schöner machen. Und dann werde ich aus einem der Reststoffe, suche ich mir die dehnbare Seite raus. Ja, die ist meistens im rechten Winkel zur Webkante. Und da tue ich mir dann so kleine Bündchen machen. Also so kleine Dinger, die ihr doppelt umschlagt, oh Gott, Deutsch. Also so Stoffstreifen, die ihr quasi einmal zusammenfalten könnt und wenn ihr die zusammennähen würdet in so einer Schlaufe, die euch gut um den Arm rum passen. Weil ich mir es ein bisschen leichter machen wollte, habe ich das dann schon mal zusammengenäht. Das könnt ihr ersparen den Schritt, aber ich finde es echt leichter. So, jetzt müsste ich eigentlich nur diese ganze Trompete in dieses kleine Ding da reinkriegen, aber das geht nicht, weil das Ding ist nicht so stretchy, wie ich dachte. Deshalb tue ich jetzt mal den Trompetenärmel einfach so mal auf Haut-Drauf-Methode ein bisschen zusammenfalten. Das müsst ihr nicht ausmessen oder so. Ich habe es einfach nur einfach zusammengefaltet, damit der Umfang kleiner wird, und damit das etwa reinpasst.
passt. Das ist bei Stretchstoff wirklich super simpel, weil es dehnt sich ja. Will heißen, das muss nicht auf den Millimeter genau sein, wenn ihr das so durchwurzelt durch eure Nähmaschine oder Overlock. Es geht sich aus, weil das, was sich nicht ausgeht, dehnt sich einfach. Und wenn ihr das dann zusammengenäht habt, ta-ta-ta, ein Ärmelabschluss, yay! Und es halt so oben beim Kragen durch überhaupt nichts abschließen, weil dieser Stretchstoff franzt nicht aus. Und unten ist eh der Saumabschluss und eine Webkante bei Samtstoffen schaut überhaupt nicht schlimm aus tatsächlich. Das kräuselt sich nur ein bisschen nach oben. Und ja, das war schon, hat nur 15 Minuten gedauert. Bei dem anderen Stoff, was Webware ist, muss man natürlich da ein bisschen sauberer arbeiten, ja, weil das, der Stoff ranzt aus wie Sau. Dementsprechend tue ich jetzt erst einmal da so ein paar Belege machen. Also ich tue quasi den Halsausschnitt nochmal zweimal ausschneiden aus den Reststoffen, die ich unten nur hatte, weil ich mein Kleid nicht so lang gemacht habe, wie der Stoff war. Genau, das habe ich zweimal. Ich könnte das jetzt, diese Kante könnte ich jetzt entweder zweimal umschlagen, aber das ist bei Rundungen nähen echt ein Graz. Also, oh, ich meine, das ist so anstrengend. Ihr kennt das natürlich ja overlocken, aber falls ihr keine Overlock habt, zeige ich jetzt eine Methode, wie es noch geht. Und zwar, ich habe hier einfach so ein Schrägband und damit tue ich das einfach versäubern. Also ich tue das einfach dazwischen klemmen, davor habe ich es nur umgebügelt, damit es leichter geht. Und so schaut es dann aus. Es wälzt sich da ein bisschen unten, aber wenn ihr das obere schon anschaut, das habe ich gebügelt und es schaut super smooth aus. Also wenn das dann fertig gesmoothed ist, könnt ihr dann das einfach rechts auf eure Schnittteile pinnen. Und dann näht ihr da einfach mit der Nähmaschine entlang und klipst dann die Nahtzugabe ein bisschen ein. Das müsst ihr machen, wenn überall wo Rundungen sind, weil sich dann der Beleg einfach besser legt. Und dann tue ich nur die Nahtzugabe niedersteppen von oben. Mache ich quasi so ein Understitching. Das schaut dann so aus. Das Understitching verhindert quasi, dass der Beleg irgendwo hops geht, sondern dass der Beleg da bleibt, wo er sein soll. Und dann könnt ihr jetzt Vorder- und Rückseite zusammenpinnen, so wie ihr das bei dem Samtkleid auch gemacht habt. Das mache ich mit der Nähmaschine und das auch. Ihr könntet das natürlich auch mit der Overlock machen, dann ist es natürlich schneller, aber ich wollte euch einfach die Nähmaschinenversion zeigen. Und aus den Restteilen, die ich noch hatte, habe ich da wirklich sehr früh Resteverwertung gemacht und habe da wirklich aus diesen kleinen Schnipseln Bänder ausgeschnitten. Und genau, weil die halt alle nicht so lang waren, habe ich die dann zuerst mal zusammengenäht, rechts auf rechts einfach. Dann die Nahtzugabe muss dann nur auseinandergebügelt werden und dann könnt ihr das nochmal alles zusammenklappen, rechts auf rechts und dann drüber nähen. Wunderbar. Und das rassle ich durch meine Nähmaschine. Also ich habe tatsächlich dieses Webwarenkleid komplett nur mit der Nähmaschine genäht und habe meine Overlock gar nicht benutzt. Gut, und dann nehme ich da, weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich nehme da einfach eine Sicherheitsnadel her und drehe das um. Obwohl ja dann die Sicherheitsnadel nicht mehr rausgeht, weil das ja zugemacht ist, das Ende. Ach Gott, ich sag's euch. Aber ihr könntet da einfach ein Essstäbchen nehmen oder eine Gabel und es damit umdrehen. Das ist erstens viel leichter, viel schneller und die Gabel flutscht dann auch wieder raus. Und ich hatte ur das Quarks mit dieser Dings, aber ja, passiert, ne? Also manchmal bin ich ja nicht so hochintelligent. Aber ja, es hat auch funktioniert und ich habe auch die Sicherheitsnadel irgendwie wieder rausgekriegt aus dem Ganzen. Auf jeden Fall, der zieht es dann auch bitte bügeln, weil dann ist es einfach schöner. Und ihr könntet das theoretisch noch absteppen, aber ich wollte eigentlich so wenig Nähte wie möglich haben und deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber ihr könntet rechts, links dabei absteppen. Dann lege ich das in die Hälfte und schneide durch, so damit ich dann zwei genau gleich lange Bänder habe. Und ja, und diese Bänder tue ich jetzt da dazwischen sandwichen, bevor ich die Seitennaht schließe quasi. Und da habe ich mir vorher etwa so, ich habe mir das so hingehalten an meinen Körper und habe mir überlegt, wo ist meine Taille, wo möchte ich da Bänder haben? Und da habe ich es dann einfach hineingetan. Das habe ich übrigens genauso gemacht wie diesen Halsausschnitt. Also ich habe das mit so einem Schrägband versäubert und das dreht sich dann rum. Und dann ist eigentlich das grobe Kleid schon fertig. Ich habe jetzt dann unten beim Saum, muss das natürlich auch zweimal umschlagen und oben bei den Ärmeln genauso, weil das würde euch ausfranzen, sage ich. Genau, und so schaut die etwas längere Webwarenversion von dem Schnitt aus. Und hier haben wir jetzt mein Samtkleid. Wuhu, yay! Und das ist jetzt eher schon fast schon Silvester-Outfit, würde ich sagen, weniger Weihnachten. Wie schon gesagt, in einem roten Kleid hätte sicher auch, also in einem roten Samtstoff hätte sicher auch ein geiler ausgeschaut, aber ich hatte eben diesen weißen noch zu Hause und warum sollte ich da extra einen neuen kaufen? Ich finde es aber super cool. Ich verstehe, wenn jetzt manche sagen, oh, es ist ein bisschen kurz. Ja, ich weiß, dass es eher auf der kürzeren Seite ist, aber man könnte es auch zum Beispiel auch ohne
Gürtel tragen, wenn es nicht unbedingt weiß wäre, denke ich mir mal. Also in einer anderen Farbe wird es sicher ohne Gürtel auch geil ausschauen. Und ihr könntet da theoretisch nur eine Borte oder sowas dran machen, ein bisschen Spitze und dadurch verlängern. Und das ist eben das andere Kleid und ich liebe das. Das ist einfach ein bisschen, sag jetzt mal, nicht so sehr sexy, aber ich finde es super figurumschmeichelnd. Ich finde den Print cool, ich finde das flowy cool. Das ist sicher ein Kleid, das wo ich nicht nur zu Weihnachten tragen werde, sondern auch im Sommer dann öfters. Ich finde es echt schick und lässig und es ging eigentlich auch so schnell und ich habe mir da eigentlich echt ein bisschen sehr viel angetan mit diesen ganzen Schrägbandversäubern. Also theoretisch hätte ich es auch durch meine Overlock durchrasseln können und dann wäre auch dieses Kleid, sag jetzt mal, sicher in 30 Minuten bis unter einer Stunde gegangen. Also von dem her hoffe ich, es war was für euch dabei und ihr habt jetzt voll Bock, euch euer Silvester- oder Weihnachtsoutfit selber zu machen. Und wir sehen uns bald wieder. Ganz schöne Weihnachten an euch alle und ja, bis dann!